Die Aufgabenbeschreibung für heute Abend ist ja recht komplex. Ich hoffe, dass ich das einigermaßen erfüllen kann und wir dann auch hinterher im Gespräch, ich bin natürlich auch interessiert daran zu hören, wie konkret die Situation hier vor Ort in Magdeburg in Sachsen-Anhalt ist. Mittlerweile haben wir ja die Situation, dass die AfD nicht nur in, ich glaube, mittlerweile allen Landesparlamenten sitzt. Gibt es irgendein Bundesland, in dem sie nicht vertreten ist? Noch Bayern, noch nicht vielleicht. Aber vor allen Dingen haben wir die AfD jetzt im Bundestag und was das bedeutet, können wir ja, was das für die Geschlechterforschung bedeutet, können wir ja auch bereits erkennen. Nicht nur verdichtet sich auf Landesebene der Takt der Anfragen an die jeweiligen Landesregierungen, wir sehen eben aber auch auf Bundesebene, beispielsweise im Grundsatzprogramm der CSU steht bereits seit 2 Jahren, dass die Gender Studies verschwinden sollen. Jüngst hat sich der sich neu formierende konservative Kreis in der CDU rund um den Gesundheitsminister Jens Spahn, Friedrich Merz gehört dazu und andere, ja mit einem konservativen Manifest an die Öffentlichkeit gewandt. Auch da tauchen die Gender Studies wieder auf als etwas, was verschwinden soll. Also wir reden eben nicht mehr nur über die AfD, sondern wir reden jetzt auch darüber, dass es Teil, wenn noch nicht der Politik der Bundesregierung, so doch Positionen sind, die in der Bundesregierung selbst vertreten sind. Ich selber habe vor einigen Jahren begonnen, mich mit diesen Angriffen, Anfeindungen, Anfechten auseinanderzusetzen. Ich habe mit Paula Irene Willer 2015 den vielleicht ersten, sozusagen neben den Expertisen, die im Kontext der Böll-Stiftung, der Friedrich-Ebert-Stiftung ja schon früher erschienen sind, haben wir 2015 ein Sammelband vorgelegt sogenannten Antigenderismus, in dem wir erstmal versucht haben, überhaupt das Feld so ein bisschen zu kartieren, welche Gruppen sind da unterwegs, mit welchen Argumentationen, was sozusagen bildet sich dort als Dispositiv, aber vielleicht auch als neue konservative Bewegung, neoreaktionäre Bewegung heraus. Als wir begannen, uns damit auseinanderzusetzen, wie gesagt, vor mittlerweile 4 Jahren, bald 5 Jahren, haben wir vielleicht schon ein bisschen gehofft, es wird ein vorübergehendes Phänomen sein. Das Gegenteil, wie wir alle wissen, ist der Fall. Es ist ein stetig wachsendes Phänomen, ein stetig stärker sich vernetzende Konglomerat von Gruppen, Aktivisten, Intellektuellen nicht zu vergessen, die eben, wie gesagt, mittlerweile weit bis in die sogenannte bürgerliche Mitte hineinreichen. Ich werde das heute jetzt im Vortrag nicht alles natürlich verhandeln können, aber so hoffe ich doch irgendwie mehr als ein Schlaglicht darauf zu werfen, womit haben wir es zu tun, aber auch, was bedeutet das für die Geschlechterforschung selbst? Wie müssten wir darüber nicht nur nachdenken, sondern vielleicht auch dagegen vorgehen, damit umgehen und dagegen angehen? Wer also hat Angst vor Gender Studies? Über Feminismus, Gender und die Zukunft der Geschlechterforschung in neoreaktionären Zeiten. Im April 2002 überschrieb die Zeit, also das ist jetzt schon 16 Jahre her, bald schon gewissermaßen eine studierende Generation. Im April 2002 überschrieb die Zeit im Ressort Chancen einen Artikel zu Gender Studies mit dem Titel Männer, Frauen, Fantasien. Berichtet wurde vom Aufschwung dieser Fachrichtung an deutschen Universitäten. An dem damaligen Aufschwung 2002, die ersten Studiengänge sind Ende der 1990er Jahre eingerichtet worden, also wir haben 2002 ungefähr die erste Welle von welchen, die das
Studium mit Gender Studies im Schwerpunkt abgeschlossen haben. Berichtet wird also vom Aufschwung dieser Fachrichtung an deutschen Universitäten. Die Erleichterung darüber, dass im Zuge dieses Aufschwungs, Zitat, das feministische Vokabular des Geschlechterkampfs allmählich einer kühleren Betrachtungsweise weicht, konnte der Autor des Artikels, Daniel Wiese, damals kaum verhehlen. Denn mit dieser kühleren Betrachtungsweise, die er mit Gender assoziierte, assoziierte er offenkundig auch Entspannung im Geschlechterkampf. Es wird nicht mehr so heiß gegessen wie gekocht. Männer sind jetzt willkommen. Ihnen droht kein Ungemach mehr von zu heiß gelaufenen feministischen Kampfmaschinen. Die nach Wieses Dafürhalten damals, wie er schreibt, immer noch mächtigen feministischen Impulse, und er war damals fest davon überzeugt, würden sich bald ebenso verflüchtigen wie die von ihm hinsichtlich der Stärkung der verschwindenden männlichen Minderheit in den Gender Studies als erschwerend angesehene Haltung mancher Professorin, Gender Studies als eine Fortsetzung der Frauenforschung unter neuem Etikett zu verstehen. Also das war für ihn ein absolutes No-Go, dass die Gender Studies irgendwie noch was mit Feminismus oder Frauenforschung zu tun haben sollten. Zudem würde diese kühlere Betrachtungsweise in den Gender Studies auch ein Niveau professioneller mit den Regeln und Anforderungen der Wissenschaft und der Universität wie des Arbeitsmarktes kompatible Reife versprechen. Gender ist hier in diesem Artikel in der Zeit ein Begriff des Undoing Feminism, wie Angela McWobby das genannt hat. Denn hier hat Gender nicht nur die akademische Bühne betreten, es hat auch die Kulissen neu geordnet. Statt heißem Geschlechterkampf, kühle Drinks in der All-Inclusive Gender Lounge. Feminismus figuriert in Wieses Text als Emblem für einen manichäisch anmutenden Geschlechterkampf, in dem in einer eigentümlichen historischen Verkehrung feministische Professorinnen Männern den Zugang zum Wissen verwehren. Vor allem aber lässt Wiese ihn als aus der Zeit gefallenes Gespenst auftreten, also den Feminismus, das nicht einsehen will, dass es in der Gegenwart keinen Platz mehr hat. Es sei denn um den Preis einer verzerrten Karikatur. Denn die Zeit des Feminismus, damals, so wie Wiese sich also den Feminismus 2002 vorstellte, die Zeit eines männerausgrenzenden Feminismus, die Zeit von Alice Schwarzer und die Zeit, in der, wie er schreibt, Seminare schlicht Einführung in die feministische Theorie hießen, gehört für ihn der Geschichte an. Also all das sollte zukünftig in der Hochschule, in der Universität keinen Platz mehr haben. Auf subtile, im selben Atemzug einerseits vermeintlich anerkennend, andererseits aber deutlich abwertende Art und Weise zollt Wiese dem Feminismus, was ja ein Gespenst, wie gesagt, ist, dem Feminismus hier Tribut. Er hat, das ist er durchaus bereit zuzugestehen, der Feminismus hat neue Möglichkeiten geschaffen. Nicht zuletzt, so schreibt er, seien die Gender Studies eigentlich aus der feministischen Frauenforschung hervorgegangen. Zugleich verweist er aber den Feminismus des Feldes, das heißt in die Geschichte. Der Feminismus hatte seine Zeit, er hat seine Dienste getan und kann, ja muss jetzt, um einer besseren Zukunft willen aufgegeben werden. Wieses Artikel hätte vielleicht als Petitesse, und viele haben das auch so damals so begriffen, naja, das ist ein Artikel in der Zeit, im Ressort Chancen, ein junger Redakteur, das muss man nicht so ernst nehmen. Ich war schon damals anderer Meinung, muss ich gestehen. Wieses Artikel hätte also vielleicht als Petitesse, die Aufregung nicht lohnt, vernachlässigt werden können. 16 Jahre später müssen wir dagegen konstatieren, dass der Artikel nicht nur Auftakt für eine seitdem nicht abreißende Serie antifeministischer Wolten war. Denn entgegen der im Text in die Gender Studies gesetzten Hoffnung,
diese würden uns alle vom Feminismus erlösen, wurden diese, also die Gender Studies selbst, in den folgenden Jahren zum privilegierten Objekt des Hasses. Wie wir alle wissen, wird jedenfalls seitdem eine stetig lauter werdende und gesellschaftlichen Zuspruch findende, wir haben eingangs schon kurz darüber gesprochen, gesellschaftlichen Zuspruch findende breite neoreaktionäre Allianz im Geiste und die zunehmend eben nicht mehr nur eine Allianz im Geiste ist, nicht müde, die Geschlechterforschung als Genderwahn, die Begriffe sind schon gefallen, als antiwissenschaftliche Ideologie und groß angelegtes gesellschaftliches Umerziehungsprogramm zu diffamieren. Diese zunächst sehr heterogene Allianz aus sogenannten Lebensschützern, freikirchlichen Akteuren, besorgten Eltern, völkischen Rechten, katholischen Würdenträgern ist mittlerweile sehr klar umrissen und hat eben mit den neurechten Parteien auch einen Weg in die europäischen Parlamente gefunden, wo sie die wissenschaftliche Legitimität der Gender Studies explizit angreifen. Der in den 1990er Jahren auch in der Frauen- und Geschlechterforschung in weiten Teilen zunächst mit Erleichterung aufgenommene Gender Turn, der begriffliche Wechsel von Feminismus zu Gender, die darüber hinaus seinerzeit häufig vorgetragene Diagnose der zukünftigen Irrelevanz der Kategorie Geschlecht. Und nicht wenige waren in den 1990er Jahren davon überzeugt, dass wir bald in einer Gesellschaft leben werden, in der Gender keine Rolle mehr spielen wird. Ja, war vielleicht ein bisschen zu früh, zu optimistisch gedacht. Also die Diagnose der zukünftigen Irrelevanz der Kategorie Geschlecht wird vor diesem Hintergrund 16 Jahre nach Wieses Artikel nicht nur erkennbar als Emblem für eine Reihe von theoretischen Reformulierungen und Revisionen, die der akademisch gewordene Feminismus erfahren hat, seit Feministinnen vor bald 50 Jahren mit emphatisch vertretenen Anspruch antraten, die Welt, das wissenschaftliche Wissen und die Institution Wissenschaft radikal verändern zu wollen. Er ist auch, und es kommt fast einer Binse gleich, das auszusprechen, ein Zeichen dafür, dass die gesellschaftlichen, politischen, wissenschaftlichen und wissenschaftspolitischen Konstellationen und Kräfteverhältnisse, innerhalb derer Gender Studies heute agieren, sich nicht nur grundsätzlich unterscheiden von denjenigen zu Beginn des feministischen akademischen Wissensprojektes in den 1970er Jahren, sondern auch von den Konstellationen und Kräfteverhältnissen zum Zeitpunkt der Beobachtungen Wieses in den frühen 2000er Jahren. Schließlich haben nicht zuletzt sowohl der Feminismus wie die Gender Studies selbst zu diesen veränderten gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen und wissenschaftspolitischen Konstellationen, zu neuen Institutionalisierungen, veränderten Deutungsmustern, kulturellen Repräsentationen, juridischen und normativen Konfigurationen beigetragen. Weil nun das Verhältnis von Feminismus und Gender Studies seit dem Zeitartikel allerdings auch, wie wir wissen, von antifeministischer Seite thematisiert wird, indem die Gender Studies entweder gegen Feminismus in Stellung gebracht werden, wie wir es also bei Wiese sehen konnten, oder aber einer zu großen Nähe zum Feminismus bezichtigt werden. Auch das gibt es ja. Es gibt ja beide sozusagen Stoßrichtungen und noch einige andere mehr. Ist es eine Frage, der wir selbst nicht ausweichen dürfen als Geschlechterforscherinnen? Also die Frage nach dem Verhältnis von Feminismus und Gender. Und dies gilt besonders, seit im vergangenen Jahr mit den Texten, mit zumindest einigen der Texte im Band Beißreflexe, die unter dem reißerischen Titel die Gender Studies bzw. einige ihrer VertreterInnen, ich gehörte dazu, seien der, Zitat, Sargnagel des Feminismus, auch ein Forum im feministischen Magazin Emma fanden. Der Chor der Stimmen, die vorgeblich im Namen des Feminismus die Gender Studies schmähen, ist dadurch um deutlich eurozentristische, antideutsche und tendenziell rassistische Argumentationen erweitert worden. Und auch das ist etwas, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Wir sollten also selbst erneut fragen, wie sich Feminismus heute zu Gender Studies verhält. Sind die Gender Studies ein feministisches Projekt? Sollten sie es sein?
Ist Feminismus deren Geschichte oder gar deren Zukunft? Einige meinen ja, andere eher nicht. Während die einen im Feminismus eher einen Gegenstand der Gender Studies, weniger eines ihrer erkenntnisorientierenden Prinzipien sehen, macht für die anderen die Beschäftigung mit Geschlechterverhältnissen nur Sinn im Zusammenhang mit feministischen Perspektivierungen. Für erstere behindert Feminismus die weitere und, wie sie finden, notwendig anstehende akademische Professionalisierung der Gender Studies oder ist diese zumindest nicht dienlich. Also da gibt es eine starke Bestrebung, uns sich möglichst fernzuhalten von feministischen Positionen und Artikulationen. Umgekehrt habe der Feminismus, so vor einiger Zeit die Publizistin Antje Schrupp, Zitat, einen viel zu hohen Preis für die vermeintliche Einbeziehung aller Geschlechter in seine politische Agenda bezahlen müssen. Im Zuge dieses Paradigmenwechsels, so Antje Schrupp, seien Frauen, Zitat, nämlich von Subjekten des Handelns zu Objekten des Erforschtwerdens geworden. Also gewissermaßen eine Umkehrung der Bewegung, mit der die Frauenforschung angetreten ist, in der es ja genau darum ging, aus Objekten der Forschung in den Status der Subjekte des Wissens zu kommen. Habe Frauenforschung, so Schrupp, sich noch dafür interessiert, was Frauen taten und sagten, erforsche Genderforschung lediglich, was über Geschlecht gesagt werde. Zudem habe der Fokus auf Gender dazu geführt, dass der, wie sie schreibt, Aspekt des Genderseins überdimensional aufgeblasen worden sei. Und wie gesagt, Antje Schrupp ist eine feministische Publizistin, während die Originalität einzelner Frauen in den Hintergrund gedrängt wurde. Folgen wir dieser Lesart, hätten Feminismus und Gender Studies also nicht besser daran, in Zukunft getrennte Wege zu gehen. Und sollten sich aus Sicht der Gender Studies diese stattdessen selbst ein eigenes, möglichst politikfreies, wenigstens politikfernes Fundament geben. Was aber wäre das? Gender? Ist das ein Begriff der Kritik? Ein Herrschaft aufschlüsselndes Konzept? Oder ist Gender bloß Routine? Ein Item auf einer Checkliste, die Inklusion suggeriert? Wurde auch der Gender-Aspekt berücksichtigt? Was genau meint das eigentlich? Wie also ist es bestellt um dieses Wissenschaftsfeld im Kreuzungsbereich von Wissenschaft, Gesellschaftskritik und Gleichstellungspolitik? Ein Feld, das doch von Anfang an politisch war und es seinem Selbstverständnis nach, zumindest in Teilen, noch immer ist. Was allerdings nicht bedeutet, dass es nur Politik ist, wie ja viele der Geschlechterforschung unterstellen. Ein Feld zudem, das auch in die ambivalente Umgestaltung der Governance der Hochschulen verstrickt ist. Dass wissenschaftsintern wie wissenschaftspolitisch vom Widerspruch zwischen Anerkennung und Entwertung bestimmt ist. In diesem Licht betrachtet, also eine sehr komplexe Gemengelage, in der wir uns bewegen, in diesem Licht betrachtet, ist es dann allerdings umso dringlicher, die politische Dynamik der sich bereits in Wieses Artikel abzeichnenden Entgegensetzung von Feminismus und Gender zu verstehen. Meine These an dieser Stelle ist, dass diese Entgegensetzung Teil der Regulierung des Wahrheitsraums Geschlecht ist. Das heißt also das, was als wahres Wissen über Geschlecht gelten kann. Etwa wenn ein Biologieprofessor reklamiert, die Gehirne von Frauen seien zu weniger intellektueller Leistung in der Lage wie die Gehirne von Männern. Das ist sozusagen ein Claim im Wahrheitsraum Geschlecht. Das heißt also, was als wahres Wissen über Geschlecht gelten kann. Strukturiert wird damit nicht nur der Möglichkeitsraum für die Gender Studies, sondern auch, und das ist eigentlich ganz wichtig sozusagen, gerade weil wir über diese Entgegensetzung von Feminismus und Gender sprechen, welcher Feminismus innerhalb der Grenzen unserer Gemeinschaften tolerierbar ist und welcher nicht, was über Geschlecht sagbar ist und was nicht. Die Rede etwa von der Unsinnigkeit von Feminismus, von dessen Altbacken und Rückwärtsgewandtheit, von seiner vorgeblichen Zensurwut und von der war ja gerade vor 2 Wochen in der Zeit nochmal sehr prominent die Rede,
von den totalitären Feministinnen, die den Männern alles verbieten. Also die vorgebliche Zensurwut des Feminismus, die Rede von seiner Beschränktheit für das Verständnis der gegenwärtigen Organisation des Geschlechterverhältnisses und der Geschlechterordnung, von seiner Unfähigkeit, eine Zukunft für Frauen und Männer zu entwerfen, seiner Lust- und Modefeindlichkeit, seiner Unwillig- oder Unfähigkeit, das Begehren und die Wünsche von Frauen heute wahrzunehmen, davon, dass er zu sektiererisch, zu separatistisch, zu lesbisch, für manche heute zu queer sei, zu banal und humorlos, wird so vor allem kenntlich als Instrument der Regulierung dessen, welche feministischen Ansichten und Haltungen in der Öffentlichkeit als ihrer Zeit angemessen gelten können. Neoreaktionäre Allianz im Geiste. Schauen wir uns die neoautoritären oder auch neoreaktionären Bewegungen europaweit in den letzten Jahren an, zeigt sich eben europaweit ein vehementer, hasserfüllter Affekt gegen Politiken des Gender Mainstreaming, gegen Gleichstellungspolitiken generell, gegen jegliche Form sexueller Aufklärung, gegen die Gender Studies. Die AfD hat sich, wir haben es bereits angesprochen, wie wir alle wissen, die Abschaffung der Gender Studies explizit als politisches Ziel gesetzt. Auch die CSU positioniert sich in ihrem Grundsatzprogramm, das schlicht die Ordnung heißt, gegen die Gender Studies. Und wie gesagt, mittlerweile hat es eben auch Eingang in die CDU gefunden. Dass Gleichstellungspolitik und Gender Studies seitens autoritärer, neoreaktionärer Kräfte in dieser Weise instrumentalisiert werden können, ist nicht zuletzt deshalb möglich, weil internationale Frauenbewegungen im Grunde seit 1995, seit der UN-Frauenrechtskonferenz in Beijing weltweit, und ich denke, das ist ganz wichtig, um zu verstehen, warum der Affekt gegen die Gender Studies so gut funktioniert. Also weil Frauenbewegungen weltweit das Bündnis mit dem Staat gesucht haben, um die Rechte von Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter durchzusetzen. Obwohl dieses Bündnis von Feminismus und Staat aus einer emanzipatorischen Perspektive auch kritisch reflektiert werden muss, gibt es doch an vielen Punkten keine Alternative dazu. Und daher ist es eben nicht nur ideologische Rede, wenn die AfD und andere Kräfte sagen, die in Brüssel sagen uns jetzt, wie wir unsere Beziehung leben und wie wir unsere Kinder erziehen sollen, beispielsweise. Weil das ist ja in der Tat so. Es sind zu Recht neue Rechtsnormen geschaffen worden. Dass Eltern ihre Kinder nicht schlagen dürfen und Frauen gleichberechtigt sind, dass Vergewaltigung in der Ehe strafbar ist und die Ehe für lesbische und schwule Paare geöffnet wurde, um jetzt nur mal einige der basalsten Dinge zu nennen. Dagegen aber lässt sich Politik machen. Die rechte Seite hat sehr gut erkannt, dass das ein Feld ist, auf dem sehr trefflich politische Widersprüche artikuliert und zugespitzt werden können. Wollen wir also die Dynamik neoreaktionärer Mobilisierung besser verstehen, müssen wir daher auch die Stimulierung dieses antistaatlichen Affekts, die Mobilisierung gegen eine bestimmte Form des Regiertwerdens in den Blick nehmen. Und fast alle Umfragen sozusagen mit der Wählerschaft der AfD zeigt das ja sehr deutlich, dass ein Großteil davon nicht genuin sind das alles Nazis, sondern die wollen es denen da oben mal zeigen und ihnen eins auswischen. Es ist eine Revolte, die an die Vorstellung anknüpft und diese vielleicht auch erst mobilisiert, dass es Aufgabe des Staates sein sollte, die Interessen, die Moral, die Lebensführung der eigenen Gruppe, die als die einzig Legitime angesehen wird, zu schützen. Doch genau dies, so die Annahme und Behauptung, geschieht nicht. Stattdessen reiche das Establishment den Außenseitern, also beispielsweise den Queers, den Geflüchteten, also den Außenseitern und nicht den eigenen Leuten die Hand, gebe den Flüchtlingen günstigen Wohnraum und Sozialleistungen und mahne obendrein noch zur Rücksichtnahme. Das System hat sie verraten. Die mitunter ausufernde Hetze gegen Migranten, den Islam, das grün-links versiffte Gutmenschentum, aber auch gegenüber den sogenannten Genderistas, gegen Judith Butler, Lan Hornscheid, Paula Willer, Elisabeth Tuida, Sabine Haag und vielen anderen, muss daher auch als Teil eines sorgfältig orchestrierten Rachefeldzugs
gegen das Establishment und eine Befreiung von den Gefühls- und Sprachnormen der politisch korrekten Umgangsformen verstanden werden. Also das passiert nicht einfach so, das ist sozusagen eine systematische Kampagne, wenn man so will. Die Topoi, auf die sich der Diskurs der rechten, neoautoritären Bewegungen und Parteien wesentlich stützt, sind dabei, und wir alle kennen das, die vorgebliche Bedrohung von Sicherheit und Ordnung, wir haben jetzt ein Heimatministerium, die Angst vor Überfremdung durch den Islam, sowie die Forderung nach Begrenzung der Zuwanderung. Allesamt Themen im Übrigen, die auch bei besser verdienten und akademisch gebildeten Gehör finden. Themen wie Modernisierungskritik, sexuelle Vielfalt, negative Migrationsfolgen und Islamkritik bilden die Plattform für die Allianzen. Favorisiert werden kulturelle und in der Folge auch rechtliche Schließungen, durch die die Errungenschaften der jeweiligen Wir-Gruppe, Nation, Volk, Kernfamilie, das Christentum, gegenüber Außenseitern verteidigt werden sollen. Die Welt wird in manichäischen Antagonismen gedeutet, in Gegensätzen zwischen Innen und Außen, die mit Differenzierungen zwischen dem Wertvollen und dem Wertlosen verbunden sind. Herausgefordert wird das staatliche Deutungsmonopol des vermeintlichen Establishments, von dem behauptet wird, dass es von den liberalen Eliten, den Genderfrauen und den politisch korrekten Vertretern des pädagogischen Establishments gekapert wurde. Regierung ist hier, wie gesagt, Teil des Problems und nicht der Lösung. Und wir sind vielleicht noch nicht ganz so weit wie in Teilen der USA, sozusagen mit der Tea Party-Bewegung, die ja ganz offen sozusagen für die Abschaffung jeglicher Form von Regierung kämpfen. Aber wir haben das hier in Teilen der Reichsbürger, in Teilen der identitären Bewegung eben auch sehr deutlich. Regierung also ist hier, wie gesagt, Teil des Problems und nicht der Lösung. Die Mobilisierung dieser Art von Ressentiments ermöglicht es, vermeintliche Ohnmacht in moralische Empörung, Scham in Rache zu verwandeln. An die Stelle des Neides auf die Vorzüge der vermeintlichen Gewinner, also beispielsweise die Genderfrauen, tritt der Vorwurf ihrer unverhohlenen Anmaßung, ihrer oft auch sexuell oder reproduktiv konnotierten Zügellosigkeit und moralischen Dekadenz. Die paranoide islamophobe Rede, die ja in diesem Diskurs sozusagen einen ganz zentralen Platz einnimmt, wenn nicht den zentralen Platz, die paranoide islamophobe Rede ist dabei kein exklusives Kennzeichen rechter, rechtspopulistischer oder konservativer politischer Strömung. Und das ist auch etwas, womit wir uns aus Sicht der Gender Studies auseinandersetzen müssen. Vielmehr schließt sie neben Teilen der liberalen bürgerlichen Öffentlichkeit eben auch Teile des Feminismus ein. Die Soziologin Sarah Ferris hat für diese Kollision, also das nicht immer geheime Einverständnis zwischen xenophoben, rassistisch bzw. islamfeindlich argumentierenden Politiken einerseits und feministischen Positionen andererseits, den Begriff Femonationalismus vorgeschlagen. Ferris hat hier vor allem die Versuche europäischer rechter und rechtspopulistischer Parteien im Blick, feministische Inhalte und Prinzipien für Kampagnen gegen Migration und den Islam zu vereinnahmen. Also wir haben eben nicht nur eine Absetzbewegung gegenüber Feminismus, sondern wir haben auch eine Inkorporierung, zumindest von sozusagen Elementen feministischer Positionen und Inhalte in die rechten Diskurse. Ferris bezeichnet mit Femonationalismus kein ausdrückliches Bündnis zwischen Feministinnen und diesen fremdenfeindlichen und rassistischen Kräften. Feministische Vorstellungen seien überwiegend von nationalistischen Parteien und neoliberalen Regierungen instrumentalisiert worden, um fremdenfeindliche und islamfeindliche Politiken zu unterfüttern, ohne dass Feministinnen deren politische Programmatik aktiv unterstützt hätten. Und das gilt nach wie vor auch für die deutsche Situation, auch wenn wir eben jetzt auch sozusagen seit spätestens seit Anfang diesen Jahres in Berlin war im Februar der rechte Frauenmarsch, für Juni ist erneut einer angekündigt worden. Also wir haben jetzt sozusagen einen sehr deutlichen Zugriff auf der rechten Seite auf feministische Ideologeme, um dann wiederum auch gegen Gender Studies zu agitieren. Diese Indienstnahme feministischer Argumente für die europäischen Grenzregime, die Mobilisierung von Gender, Sexualität, LGBTIQ-Rechten
und Vorstellungen von Gleichberechtigung und Emanzipation für die Rechtfertigung des Vorrangs europäischer christlicher Kultur erleben wir nicht erst seit Köln, der Silvesternacht in Köln 2015, seitdem allerdings deutlich aggressiver und forcierter. Und dies über die deutschen Landesgrenzen hinaus. Und ich habe mich erneut mit Paula Willer, ja mit der Kölner Silvesternacht und ihrer Vereinnahmung in der Folge in einem weiteren Buch auseinandergesetzt, Unterscheiden und Herrschen, was im vergangenen Jahr erschienen ist. Und man kann sehr deutlich sehen, wie wir wirklich europaweit den Zugriff sozusagen auf dieses, den diskursiven Zugriff auf Köln feststellen können als Plattform, um islamfeindliche, rassistische Politiken zu legitimieren. Seitdem allerdings, eben wie gesagt, auch wenn das nicht neu ist, seitdem deutlich aggressiver und forcierter. Überall in Europa benutzen fremdenfeindliche, nationalistische oder auch nativistisch agierende Parteien und Regierungen in fundamentalistischer Manier Vorstellungen von Gleichberechtigung, um darzustellen, dass männliche muslimische Bürger und nicht westliche männliche Migranten im Allgemeinen nicht imstande sein, die Rechte von Frauen und Queers zu respektieren. Hierzulande, und ich will jetzt nur ein Beispiel dafür nennen, inszenierte sich beispielsweise die damalige AfD-Vorsitzende Frauke Petry während des Bundestagswahlkampfs 2017 im Zeitgespräch mit der grünen Politikerin Katrin Göring-Eckardt als die Sachwalterin der Rechte von Queers und anderen Minderheiten. Gerade, so sagt Frauke Petry in diesem Gespräch, gerade hier in Berlin haben Schwule und Lesben doch wieder Angst, also seit dem Sommer 2015 und dem Zustrom von Geflüchteten. Die Migration hat eine gewaltige Angstwelle für Schwule und Lesben, aber auch für andere Minderheiten gebracht, auch für Juden. Der Zustand, den Sie, also Göring-Eckardt, so positiv beschreiben, wurde gefährdet durch eine völlig überzogene Grenzöffnung, missbrauchtes Asylrecht und eine verfehlte innere Sicherheitspolitik, die die Grünen doch gerne noch weitergetrieben hätten. Also Frauke Petry inszeniert sich hier als diejenige, die die Rechte von Frauen, die Rechte von LGBTIQ verteidigt. Der aufgeklärte Fundamentalismus, ein Begriff der englischen Rechtsextremismusforscherin Liz Fekete, dessen Parteiprogramme europaweit nicht unbedingt vom Geist der Aufklärung durchdrungen sind, zeigt sich aber nicht nur in diesen Instrumentalisierungen von Frauen, Lesben und Schwulen und anderen Minderheiten, wie Petry sagt, für xenophobe Politiken, sondern eben auch in einer bestimmten Kampfhaltung, die die toxische, rassistische Rede prägt. Gegenüber Feminismus, und das ist für uns als Geschlechterforscherinnen besonders wichtig zu verstehen, ist die Frontstellung dabei eine doppelte und widersprüchliche. Denn Feminismus wird in bestimmter Gestalt für die eigenen Zwecke vereinnahmt, um einerseits gegen Migration, den Islam, die Fremden allgemein zu agitieren und um andererseits gegen bestimmte andere Feminismen und die Infragestellung heterosexueller Geschlechter und Sexualitätsnormen in den Kampf zu ziehen. Eigene westliche Errungenschaften wie die annähernde rechtliche Gleichstellung der Geschlechter oder etwa die Kriminalisierung sexualisierter Gewalt, vor allem aber die Konzepte von Zweigeschlechtlichkeit, Heterosexualität und Familie, werden daher nicht nur gegen die äußeren, sondern auch gegen die inneren Feinde verteidigt. Nach innen eben gegen die sogenannten Genderistas und Queers, die angeblich den gewöhnlichen Menschen ihre Vorstellungen davon überstülpen wollen, wie Geschlecht und Sexualität gelebt werden sollen, und nach außen gegenüber denjenigen, die in kulturessentialistischer Manier als unzivilisiert und rückschrittlich oder als unkontrollierter Sexmob oder als jeglicher Handlungsmob machtberaubter Kopftuchmädchen entworfen werden. Die Veränderung der vermeintlich Fremden mit der Absicht, sie auf Distanz zu halten, ist also unmittelbar mit der Diffamierung sexueller und geschlechtlicher Minderheiten sowie feministisch Andersdenkender verknüpft. Die AfD und Pegida ziehen eben nicht nur gegen die Islamisierung des Abendlandes ins Feld, sondern auch gegen das, was sie selbst dessen Genderisierung nennen. Also das sind sozusagen parallele ideologische Strategien.
Diese im gesellschaftlichen Unbewussten über Jahrhunderte sedimentierten Formen der Unterteilung und Unterscheidung von Menschen zu Zwecken der Stigmatisierung, des Ausschlusses und der Absonderung sowie die in die Fundamente moderner Gesellschaften eingelagerte xenophobe Hostilität, die Abwehr von Einwanderung, offenen Grenzen und Migration haben jüngst, wie gesagt, mit Köln und dem wiederbelebten Topos sexuell gefährliche Muslime, ein Topos, der bis weit in die Kolonialzeit des 19. Jahrhunderts zurückgeht, ein eindrucksvolles, wirkmächtiges Emblem gefunden. Sexualpolitik wurde einmal mehr zum Terrain für eine rassistische Wahrheitsproduktion. Und an dieser haben sich auch Feministinnen wie Alice Schwarzer beteiligt. Offen rassistisch zu sprechen, war nun nicht nur möglich, sondern im Namen der Verteidigung westlicher Werte, der Gleichheit der Geschlechter und des Schutzes unserer Frauen geradezu legitim geworden. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Femonationalismus ist also mehr als die Kollusion, die Verknüpfung von nativistischen, fremdenfeindlichen und feministischen Positionen. Er schließt auch eine spezifische, in sich durchaus heterogene und dynamische Reartikulation von Feminismus ein. Diese ist, wie gesagt, wesentlich naturalistisch, familialistisch oder religiös und das heißt in der Regel christlich begründet und reklamiert für sich näher am gesunden Menschenverstand, an der alltäglichen Praxis und Erfahrung von Männern und Frauen zu sein, als die von Kelle, Kubi und Co. gebrandmarkte Gender-Ideologie, die, so das stetig genährte Phantasma, in Berkeley ersonnen, an deutschen Hochschulen und Universitäten gelehrt und in Brüssel umgesetzt würde und die Regeln setze. Die bereits angesprochene für reaktionäre Politiken zentrale Mobilisierung eines manichäischen Wir-Sie-Gegensatzes zwischen dem Volk und dem Establishment spielt sich also wesentlich auf dem Terrain von Gender und Sexualität ab, wenn es heißt, das Brüsseler Gender-Diktat betreibe die totalitäre Umerziehung zum sexualisierten Gendermenschen. So bewirbt beispielsweise die rechtskatholische Journalistin Gabriele Kubi ihr Buch Die globale sexuelle Revolution, Zerstörung der Freiheit im Namen der Freiheit, ein Buch, das vom Vatikan finanziert worden ist, dessen Übersetzungen in mittlerweile mehr als 20 Sprachen vom Vatikan finanziert worden ist. Und ja, man kann es sich für umsonst sozusagen auch runterladen, wer sich damit mal einen unglücklichen Abend machen möchte. Kubi bewirbt ihr Buch selbst auf ihrer persönlichen Homepage wie folgt und man ist fast geneigt, vorher eine Triggerwarnung auszusprechen, bevor ich jetzt diese Sätze lese. In diesem Buch lesen Sie, was man heute nicht mehr sagen darf über UN und EU und als Betreiber der sexuellen Revolution. Die große Umerziehung zum sexualisierten Gendermenschen, die politische Vergewaltigung der Sprache, die Seuche der Pornografie, die homosexuellen Bewegung, Sexerziehung in Schule und Kindergarten, die schiefe Ebene zum Totalitarismus im neuen Gewand. Zitat Ende. Wesentlich nun für diesen neuen Varianten des Antifeminismus ist, dass er sich im Unterschied zu den historischen Vorläufern des Antifeminismus in erster Linie eben nicht als generelle Anfechtung von Feminismus und der Idee der Gleichheit präsentiert. Kelle und Kubi, Petri und Le Pen inszenieren sich als Feministinnen, nicht als Antifeministinnen, gar als die einzigen, die noch die Gleichstellungserfolge der Aufklärung gegen das heraufziehende islamische Mittelalter verteidigen. Die Argumentation ist daher in der Regel nicht, dass Frauen nicht gleich an Rechten sein können oder sollen, weil sie von Natur aus verschieden sind. Vielmehr wird behauptet, Frauen und Männer seien gleich an Rechten und dennoch von Natur aus grundsätzlich, wesenhaft, offensichtlich ontologisch verschieden. Und genau dieser ontologisch verbürgten Differenz müsse der Feminismus Rechnung tragen. Und weil die Gender Studies gegen diese Ontologie angehen, sind sie sozusagen der Inbegriff des Feindes für die Rechten. Statt gegen Feminismus, und das kann in der Tat als historisches Novum betrachtet werden, mobilisieren sie daher gegen ein akademisches Konzept Gender. An die Stelle antifeministischen Ressentiments, plumpen antifeministischen Ressentiments, tritt die Beschwörung einer Dystopie staatlich verordneter, geschlechtsindifferenter Gleichmacherei, die, und auch das ist sozusagen ein Zitat, was schon
eine Weile her ist, aus einem Text von Volker Zastrow, Leiter des Politikressorts der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung aus 2006, der schon damals schrieb, die vermeintliche Gender-Ideologie würde der Empfindung der meisten Menschen, den Religionen und der naturwissenschaftlichen Forschung widersprechen. Und das ist natürlich auch sozusagen interessant zu sehen, weil das sind genau die drei Felder: der gesunde Menschenverstand, die normale Erfahrung von Frauen und Männern, die das doch ganz anders sieht, die Religion, die das anders sieht, und die naturwissenschaftliche Forschung. Eine interessante Allianz im Übrigen zwischen Religion und Wissenschaft, Naturwissenschaft, die sich ja eigentlich gegen die Religion sozusagen entwickelt hat. Die von Zastrow entwickelten Kampflinien wirkten stilbildend und finden sich bis heute in unterschiedlichen Kontexten wieder. So beansprucht beispielsweise die katholische Kirche in Polen, einen neuen Feminismus zu entwickeln, der sich dem gefährlichen Gender-Unfug entgegenstellt. Und hierzulande wendet sich etwa der Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden zwar gegen die Diskriminierung von Frauen einerseits, die einen Nährboden für Ideologien darstelle, um sofort im Anschluss vor der Gefahr zu warnen, die von der Infragestellung als natürlich angenommener Geschlechterdifferenzen ausgehe und für die wiederum die Gender-Ideologie der Gender Studies verantwortlich gemacht wird. Was sich in Zastrows Text, also 2006, bereits abzeichnet, ist der Versuch, Gender als Begriff der Kritik, als analytische Kategorie, als eine Kategorie, die Zusammenhänge zwischen vorgeblich Unzusammenhängendem stiftet und gesellschaftliche Machtverhältnisse aufschließt und damit die radikale Umgestaltung des Wahrheitsraums Geschlecht, der über mehr als zwei Jahrhunderte, eben seit Beginn der modernen Wissenschaft, an der Naturalisierung von Geschlecht ausgerichtet war, zurückzudrängen. Also das, was wir sozusagen feministisch erreicht haben, diesen Wahrheitsraum umzuorganisieren, das ist es, worum es im Moment geht, sozusagen hier die Weichen wieder anders zu stellen. Was wir daraus lernen müssen, ist, dass Gender andere als beispielsweise die von uns intendierten Aneignungen erfahren, ja sogar eine Kategorie reaktionärer Analyse und Politik werden kann. Die Antwort darauf kann allerdings weder Rückzug noch die Immunisierung oder Befestigung unserer analytischen Werkzeuge sein, sondern nur die fortwährende und mühevolle Arbeit der Dekonstruktion jeglicher Reklamation, jeglicher Aneignung von Geschlecht. Welche Zukunft die Gender Studies haben werden, hängt also davon ab, wie der Wahrheitsraum Geschlecht organisiert ist. Denn Gender scheitert weniger an der Widerlegung etwa der sozialkonstruktivistischen Erkenntnisse, als daran, dass Gender als analytischen Begriff in einem neu geordneten Wahrheitsraum kein Platz mehr zukäme. Die postessentialistischen Erkenntnisse, mit Foucault gesprochen, also nicht länger im Wahren wären. Es sei dann so, als hafte ihnen, wie der Salzburger Männlichkeitsforscher Edgar Forster geschrieben hat, der Geruch an, dass es sich um bloße Konstruktionen handelt, die ideologisch fundiert seien, während die Evolutionspsychologie unstrittig Tatsachen hervorbringt. Die Stärke ebenso wie die Schwäche des Begriffs Gender basiert damit auf demselben Prinzip. Sie sind Funktionen des Wahrheitsraums, in dem Gender entweder ein analytischer, kritischer Begriff als Artikulation stark gemacht wird oder aber nur als statistische Variable, als äquivalent für männlich-weiblich, als eigenschaftslogische, naturalisierte, biologisch fundierte Kategorie formuliert wird. Was folgt nun daraus? Und damit komme ich auch zum Schluss. Zunächst nicht mehr, aber auch nicht weniger, als gleichermaßen Distanz zu jenen zu halten, für die sich die Welt in Meinungen erschöpft, sowie zu jenen, die glauben, Wissen bestünde darin, an vermeintlich gegebene Tatsachen zu glauben. Weil auch das ist ja sozusagen eine Antwort, die jetzt mittlerweile viel gegeben wird. Wir müssen selbst sozusagen hermeneutische Paradigmen, dekonstruktive Paradigmen loswerden und uns auf positivistisch verstandene Tatsachen sozusagen zurückziehen. So dringend es ist, gegenwärtig mehr denn je den Lügen unermüdlich mit Tatsachen zu begegnen, erschöpft sich Wirklichkeit dennoch nicht in Fakten. Und weil Fakten eben nicht die ganze Erfahrung ausmachen, ihnen Wirklichkeit erst hinzugefügt werden muss, die Welt nicht vorgefunden, sondern von uns gemacht wird, gilt es zu verstehen. Und das ist ja genau das, was hier passiert. Sozusagen hier wird Welt in einer spezifischen Art und Weise gemacht. Es gilt also zu verstehen, wie Welt nicht vorgefunden, sondern gemacht wird. Und dieses Machen, das Versammeln des und derjenigen, die nötig sind, dass aus einem Faktum
einem Objekt, wie Bruno Latour sagt, ein Ding wird, sozusagen. Etwas, das von Bedeutung ist. Und an diesem Prozess des Wirklichkeitsschaffens sind auch wir als WissenschaftlerInnen beteiligt. Auch unsere wissenschaftlichen Beschreibungen haben Teil an der Schaffung neuer Dinge und neuer Sichten der Welt. Und auch das gehört sozusagen, ist ein Element darin, was wir in den Blick nehmen müssen, wenn wir verstehen wollen, warum es so viel Widerstand gegen die Gender Studies gibt, weil wir in der Tat an neuen Wirklichkeitskonstruktionen, an neuen Wirklichkeiten arbeiten und dagegen Menschen rebellieren. Gerade deshalb dürfen die Gender Studies, sofern sie sich als kritische Wissenschaft verstehen, sich aber nicht mit der fortwährenden gewaltvollen Versämtlichung der Welt und der stetig neu belebten Konstruktion imaginärer anderer gemein machen, wie wir es im rechten Diskurs eben vorfinden. Und dies gilt für jede Form der Versämtlichung, egal unter welchem politischen Vorzeichen und zu welchem Zweck. Und dazu gehört auch zu verstehen, wie Gender für die Generierung antidemokratischer Wir-Sie-Unterscheidungen in Dienst genommen wird. Denn das Paradox, dass jenes Konzept Gender, das vielleicht wie wenig andere für eine zutiefst demokratische Haltung von Reflexivität, von Kontingenz steht, in Anschlag gebracht werden kann, für die Inszenierung einer affektiv aufgeladenen und zunehmend rassistisch skandierten Opposition zwischen dem Volk und dem Establishment, scheint mir gegenwärtig symptomatisch zu sein für weit über das Feld von Gender, über das Feld von Gender hinausweisende Dynamiken im politischen Raum. Die Frage aber ist, wie auf diese Dynamiken und Politiken wissenschaftlich wie politisch zu reagieren ist, und darüber werden wir ja gleich ausführlich sprechen. Zweifellos richtig ist, sich nicht auf einen Diskurs des Wahrsprechens, wie Foucault vielleicht gesagt hätte, einzulassen, also Regeln festzulegen, die regulieren, was in Bezug auf Gender eine wahre oder falsche Aussage ist, aber auch auf den von Teilen der Allianz im Geiste erzeugten Rahmen von Selbstviktimisierung und Heroisierung, also dass sie alle sozusagen dem Diktat der Political Correctness unterworfen sind, und das Angebot, innerhalb eines solchen Rahmens zu agieren, müssen wir ausschlagen. Dass wir als WissenschaftlerInnen indes auch selbstkritische Antworten auf die politische Herausforderung der rechtspopulistischen Landnahme der Demokratie wagen müssen, scheint mir gewiss. Vielen Dank.